Hallo zusammen. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir sind jetzt ja in den letzten 3 Tagen des Jahres und ja, was das Handeln angeht, haben wir unseren Radius doch stark zurückgefahren. Allerdings können wir jetzt schon sagen, dass die erste Handelswoche des neuen Jahres sehr, sehr interessant wird. Wir haben dort diverse Setups, die wir handeln können. Wir haben ein saisonales Setup mit einem Tag, der eine extrem hohe Anstiegswahrscheinlichkeit hat für den S&P. Gleichzeitig haben wir die Non-Farm Payrolls, wo wir auch ein Setup haben, was wir jeweils handeln, was sich im Januar allerdings in der Regel mit weniger Potenzial handeln lässt. Das heißt, da ist einfach die Lücke, die bei den Payrolls-Daten entsteht, nicht so groß. Die Volatilität ist nicht so hoch meistens gewesen, als dass wir dort viel hätten rausholen können. Aber das ist auch ein Setup, was wir handeln können. Dann haben wir natürlich gleich zum Jahresauftakt Lagerbestände bei Erdgas, was wir auch handeln können und handeln werden, wo wir ein Setup dafür haben. Und wir haben natürlich diverse Forecasts, die uns genau für den Jahresauftakt, für die ersten 3 bis 4 Wochen diverse Trading-Chancen aufzeigen. Das haben wir ja im Kreise der Real Money Trader Kunden schon ausführlich besprochen und werden das auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal thematisieren. An der Stelle hier in diesem Gratis-Video mal die Vorstellung meines Vol-Timers, also dieses technischen Timing-Instruments, was ich für diverse Märkte nutze. Hier haben wir jetzt das Beispiel von Cotton, also von Baumwolle. Der Vol-Timer ist dieses Instrument, ein Oszillator, der rein auf der Preisbasis agiert und zustande kommt. Der also die Oszillation, die Schwankungsbreite misst für einen Markt und uns anzeigt, wann dieser Markt kurzfristig vor einem Abverkauf und wann er vor einer Zwischenrallye oder vor einer Erholung steht. Natürlich sollte auch hier wieder klar sein, die Signale können nicht immer perfekt sein. Wir haben zum Beispiel hier ein Long-Signal bekommen auf diesem Niveau bei 79. Der Markt sank ab bis 65. Das ist immerhin gut 15% zwischenzeitlicher Drawdown bedeutet, kam dann aber deutlich nach oben und machte ja gut 10% Zugewinn. Also auch hier muss ich immer wieder zu Realismus anmahnen. Nicht jedes Signal hat günstige Chance-Risiko-Verhältnisse, aber es ist ist ein unheimlich wertvolles Instrument. Vor allem, wenn man das Ganze noch kombiniert mit einem Trendfilter. Wir haben hier einen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Und wenn wir sagen, wir handeln nur die Signale in Richtung des Trends, dann werden wir sehr, sehr häufig unheimlich präzise Signale haben. Dann hätten wir nämlich dieses Signal hier nicht gehandelt, sondern hätten das allenfalls zum Ausstieg genutzt. Und unsere Einstiegssignale wären hier gewesen, hier und hier. Und das Interessante dabei ist, der Voltimer zeigt uns jetzt auch ein Short-Signal an. Allerdings haben wir bislang noch keine preisliche Bestätigung. Und klar muss auch sein, in dem Moment, wo ein Trend wechselt in einem Markt, wird der Voltimer natürlich ein schlechtes Signal anzeigen, ein Fehlsignal anzeigen. Aber ansonsten sind die Signale sehr gut, wie wir mal in der Vergangenheit uns auch anschauen können. Also was in der jetzigen Situation, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, worauf wir da achten sollten. Wir wollen aber zunächst mal uns noch ein paar historische Signale anschauen. Wenn wir jetzt mal die Signale komplett nehmen, sehen wir natürlich hier die Signale, das erste Signal nach der Trendwende, das war suboptimal, aber wenn wir diesen Filter berücksichtigen, also wenn wir sagen, wir kombinieren, und das ist das, was ich jedem Trader empfehlen kann, wenn er ein sehr entspanntes Trading haben möchte, dann sollte man immer einen antizyklischen Ansatz mit einer dynamischen, trendfolgenden Komponente versehen als Filter. Denn dann eliminiert man einfach die schlechten Signale, also, oder
die absehbar schlechten Signale. Man wird auch so schlechte Signale haben, aber man wird in dem Moment, wo der Markt einen Trendwechsel vollzieht, hier zum Beispiel, das hat sogar noch hingehauen, aber dieses anschließende schlechte Signal, nämlich dieses hier, wo der Markt, gut, schlecht ist natürlich auch relativ, also der Markt hat hier auch reagiert und hat wochenlang, monatelang sich nicht nach unten bewegt. Allerdings im Gesamtkontext konnte man jetzt hier keinen riesigen Schwung mitnehmen. Insofern in Anführungszeichen ein schlechtes Signal. Wenn wir also sagen, wir handeln nur in Richtung des gleitenden Durchschnitts, liegt der Kurs unterhalb des oder der Preis unterhalb des gleitenden Durchschnitts, handeln wir nur Short-Signale im Voltimer. Dann hätten wir diese Signale hier genommen, die waren perfekt getimed und brachten auch erhebliche Bewegung. Liegt der Preis des Marktes, der Baumwollpreis, oberhalb des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts, dann nehmen wir nur Long-Signale aus dem Voltimer. Und dann hätte man diese Signale hier genommen. Dieses hier, da sieht man aber auch schon, dass sich Trendwenden ankündigen, indem einfach die Signale unperfekter werden. Hier zum Beispiel hätte man oder hat man ein Long-Signal bekommen, hätte also die Long-Seite handeln müssen und der Markt sackte weiter ab. Das wäre also nicht gut gelaufen. Und als Stop kann man natürlich immer den gleitenden Durchschnitt nehmen. Irgendwann ist natürlich der Markt auch so weit vom gleitenden Durchschnitt weg, dass man sich wahrscheinlich oder hoffentlich sagt, okay, diesen Trade mache ich allenfalls mit kleiner Gewichtung oder ich setze ihn aus. Das ist allerdings eine Erfahrungssache. Aber innerhalb eines Aufwärtstrends hätten wir dieses Signal bekommen, perfekt getimt, riesiger Aufschwung. Dieses Signal hier hätten wir nicht gehandelt, weil es ein Short-Signal war, weil es gegen den Trend gerichtet war. Dieses Signal hätte man gehandelt, hätte man aber direkt ausgestoppt, weil es am gleitenden Durchschnitt stattgefunden hat und hier ist man dann rausgegangen. Das heißt, so ein schlechtes Signal, wenn man das mit einem Trendfilter versieht, da hat man vielleicht, ja, 5, 6, 7, maximal 10% Verlust. Allerdings mit den guten Signalen verdient man natürlich auch sehr, sehr ordentlich Geld. Hier zum Beispiel allein dieses Signal perfekt getimed oder nahezu perfekt getimed. Und das brachte einen Aufschwung von 100%. Diese 100% nimmt man natürlich, in der Regel nimmt man sie nicht vollständig mit. Aber wenn ich weiß, dass meine Verlustsignale in der Regel maximal 10, 15% bezogen auf den Basiswert bringen, dann sollte ich halt darauf achten, dass meine Ausstiege nicht gravierend weit von diesem Wert weg sind. Das heißt, ich sollte schon schauen, dass ich immer so 10 bis 15% wenigstens mitnehme. Wobei wir auch hier klar sagen müssen, wir haben eine so gute Filterung, dass dieses Setup natürlich stark über die Trefferquote kommt. Ich brauche also nicht unbedingt ein gigantisches Chance-Risiko-Verhältnis von 3, 4, 5 zu 1 oder 10 zu 1 gar, sondern es reicht mir aus, wenn ich da das Chance-Risiko-Verhältnis ungefähr bei 1 zu 1 halte, weil ich einfach eine hohe Trefferquote habe. Also zusammengefasst, der Voltimer ist ein sehr gutes Instrument, was allerdings natürlich als antizyklisches Setup seine Schwächen hat, wenn die Signale gegen den Trend, gegen den vorherrschenden Trend gerichtet sind. Wenn ich das erkenne, und das sollte ich erkennen, wenn ich so eine Strategie auswerte, dann weiß ich, dass ich eine dynamische Komponente hinzufügen muss, nämlich einen gleitenden Durchschnitt. Ich habe jetzt hier einen 200-Tage-Durchschnitt gewählt. Man kann das Ganze mit einem 60-Tage-Durchschnitt auch versehen. Ich möchte einfach das übergeordnete Trendverhalten erkennen. Und da ist natürlich ein 200-Tage-Durchschnitt ungefähr ein Jahr sehr, sehr sinnvoll. Und ihr seht es ja selbst, bis auf dieses Signal waren alle recht ordentlich getimed. Dieses Signal war schlecht. An dieser Stelle 139 wäre man rein und man wäre erst bei 98 raus. Das ist definitiv zu viel. Allerdings muss ich auch realistisch sagen, dieses Signal hier tradet man nicht, wenn man sieht, dass der Markt so weit weg ist vom gleitenden Durchschnitt. Aber selbst wenn, wie gesagt, hätte man hier 40 Dollar Verlust gehabt. Allerdings hat man allein mit diesem Trade hier 100 Dollar Gewinn gemacht, wenn man ihn ziemlich ausgereizt hat. Also die Trade-Verwaltung
ganz klarer Fall. Da kommt natürlich eine gewisse diskretionäre Komponente insofern hinzu, als ich natürlich als Trader erkennen muss, okay, das macht jetzt Sinn, oder in einzelnen Fällen, das macht jetzt nicht Sinn. Aber selbst wenn man die schlechtesten Signale mitnimmt, ist dieses Setup absolut hochprofitabel. Und ich verwende es allerdings in der Regel immer in Kombination mit Saisonalität. Ich möchte wissen, wie verhält sich dieser Markt typischerweise saisonal. COT-Daten, dort haben wir eigene Indikatoren, eigene Filter, die wir nutzen, eigene Filtertechniken, wo wir uns zum Beispiel die Abweichung vom saisonalen Verhalten der Commercials anschauen. Wir wissen also, wie verhalten sich die Commercials normalerweise in diesem Markt und können dann ermessen, wie verhalten sie sich denn jetzt, wie ist das in Relation zum üblichen Verhalten. Und das Ganze sind natürlich diese Fundamental Geschichten sind natürlich erstmal der Vorfilter, ob ich überhaupt diesen Markt long handeln würde oder short handeln würde. Und der Vol-Timer ist, weil es ein technisches Instrument ist, was rein auf der Preisebene agiert, ist das die allerletzte Instanz. Das ist also wirklich, wie der Name schon sagt, ein reiner Timer. Es ist nicht so, dass ich jedes Signal aus diesem Setup nehme. Es wird auch manchmal so sein, dass ich ein gutes Signal aussetze und ein schlechtes nehme. Aber in der Regel ist es so, dass ich natürlich genügend Markterfahrung habe, auch mit diesem Markt, dass ich schon es eher schaffe, sagen wir mal, von 10 schlechten Signalen, wobei man für 10 schlechte Signale hier auch etliche Jahre braucht, aber dass ich von 10 schlechten Signalen es schaffe, 5, 6, 7 rauszufiltern und die anderen natürlich dann halt nicht, aber und von 10 guten Signalen nehme ich 8. Also es ist ein gesundes Verhältnis. Aber wie gesagt, man darf nicht glauben, dass dieses Instrument, erstens mal braucht man die Originallogik dahinter, das ist klar, die haben wir intern in unserem Kreise und behalten sie auch intern. Aber zweitens sollte man natürlich nicht glauben, dass es möglich ist, perfekt, immer perfekt die Wendepunkte zu treffen, ohne Verschnitt zu haben. Man wird definitiv, gerade wenn der übergeordnete Trend dreht, wenn er kippt, wird man schlechte Signale haben. Das haben wir hier gesehen. Am absoluten Top hat der Markt ein schlechtes Signal generiert. Oder ausgehend vom absoluten Top hat er ein schlechtes Signal generiert und ist dann immer weiter nach unten gegangen, hat dann hier den Trendwechsel vollzogen. Also das ist auch etwas, was man lernen sollte. Ein System indiziert, oder das Funktionieren eines Systems indiziert einem, wann ein Taktwechsel im Markt vorliegt. Erfahrungsgemäß bei einer Trendfolgestrategie zum Beispiel auf den größten Verlust, wenn ich in einem Long-Aufwärtstrend bin, auf den größten Verlust folgt typischerweise bald ein Trendwechsel. Nicht sofort immer, aber bald kann man davon ausgehen, okay, jetzt verändert sich hier der Takt, beziehungsweise es geht in eine Konsolidierung über, wo dann Trendfolge zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Also außergewöhnliche Ereignisse in der Equity, große Gewinne, außergewöhnlich große Gewinne, überdurchschnittlich große Gewinne. Überdurchschnittlich große Verluste, Einzelverluste. Das sind immer auch wirkliche Ausrufezeichen, wo man wachgerüttelt werden sollte oder wach werden sollte und erkennen sollte, okay, Vorsicht, jetzt gibt es hier offensichtlich einen Taktwechsel. Wenn ich sowas erkenne, weiß ich, dass auf der Long-Seite dass die Schwungkraft verloren gegangen ist. Und selbst wenn ich diesen Verlust mitgemacht habe, was sicher nicht optimal und angenehm wäre. Aber selbst wenn ich das mitgemacht habe, weiß ich, dass ich jetzt Short-Signale übergewichten sollte. Weil es einfach hochwahrscheinlich ist, dass dieser Takt des Marktes sich verändert. Weil der Takt war ja jetzt bis hier oben hin, immer wenn der Vol-Timer unten anschlägt, long gehen. Das hat da prima funktioniert vorher. Hier war es auch ein ganz gutes getimtes Signal, wobei wir da noch nicht im Aufwärtstrend waren. Und ähnlich könnte es auch jetzt laufen. Wir wollen uns das mal genauer anschauen, gehen mal auf die aktuelle Situation spezifisch ein. Wir sehen, die letzten Signale waren natürlich sehr, sehr präzise getimt. Das waren super Signale. Hier Short, perfekt. Der Markt hat sich da anschließend kräftig nach unten bewegt. Hier perfekt getimt, direkter Einbruch der Notierung. Hier perfekt getimt, deutlicher Rückgang nochmal 10, 15, 20%. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, wir haben wieder ein Short-Signal, allerdings reagiert der Markt noch nicht nach unten. Für mich in
in erster Linie schon mal wichtig. Ich muss ein Preislevel definieren, unter das der Preis gehen muss, damit ich hier eine Bestätigung bekomme, um überhaupt einzusteigen. Das wäre hier die 75. Also solange die nicht reißt, der Baumwollpreis, gehe ich nicht short. Jetzt kann es natürlich tatsächlich passieren, dass dieses Short-Signal gravierend fehlschlägt und der Markt, und wenn ich mir die COT-Daten anschaue, dann müssten wir jetzt genau im Übergangsstadium sein zwischen dem Abwärtstrend und einem Aufwärtstrend, einem Schub nach oben. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn dieses Short-Signal jetzt fehlschlagen würde. Deshalb umso wichtiger, dass ich hier überhaupt eine Preisbestätigung bekomme. Und in dieser jetzigen Situation setze ich, falls ich hier einen Trade mache, falls ein Trade ausgeführt wird, handle ich auf jeden Fall nur ein Drittel der normalen Positionsgröße, weil ich einfach aus der Erfahrung heraus jetzt die Situation so einschätze, so einstufen muss, dass wir hier möglicherweise ein Fehlsignal bekommen bei diesem antizyklischen Setup. Wie komme ich darauf? Woran sehe ich das? Wenn wir allein die letzten Signale uns mal anschauen und uns dazu den Vol Value anschauen. Der Vol Value ist ja ein Spread-basierter, ein Intermarket-basierter Indikator. Das ist hier unten dieses Tool. Der Vol Value ist jetzt viel höher, als er im höchsten Hoch der letzten 12 Monate bzw. 24 Monate gewesen ist. Der war immer bei den ganzen Short-Einstiegssignalen, war der maximal kurz aus der grünen Zone hier herausgegangen in die neutrale Zone. Also hier um dieses weiße Level herum. Jetzt ist er schon deutlich in die rote Zone eingetaucht. Ist also, ich sehe hier, dass die Intermarket-Verhältnisse sich, dass die ihr Band dehnen, dass dort quasi neues Territorium, neues Terrain erschlossen wird. Und das ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass jetzt dieses Vol-Timer-Signal, dieses Short-Signal höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Da ich aber nicht weiß, ob es nicht funktionieren wird, sondern dass ich es nur mutmaßen kann, setze ich die Gewichtung massiv runter. Ich will zusätzlich eine Preisbestätigung sehen, um überhaupt einen Einstieg zu bekommen. Also ich gehe nicht blind rein. Wenn der Markt weiter nach oben läuft, werde ich nie einen Einstieg haben. Sollte der Preis aber bestätigen, was der Voltimer anzeigt, nämlich mit einem Abstieg oder mit einem Rückfall unter die 75, dann würde ich hier mit einer Drittel- oder vielleicht sogar mit einer Viertelposition des Normalen, das heißt, wenn ich normalerweise vier Kontrakte handle oder drei Kontrakte, dann handle ich jetzt einen Kontrakt. Wenn man das Ganze mit CFDs tradet, vielleicht handelt ihr normalerweise ein Lot, dann tradet ihr eben jetzt ein Viertellot, wenn ihr so eine Situation vorfindet. Also das sind die Hinweise und das ist die Vorgehensweise in der gegenwärtigen Situation. Wir haben ein Signal. Die letzten Signale, wenn man oberflächlich, und das ist der Fehler, den viele Trader machen, sie betrachten sich die letzten Signale, sehen hier immer wieder perfekt getimed, hier direkt am Hoch geschortet, hier gab es auch fast ein Signal, es war auch fast das Hoch, hier perfekt das Hoch erwischt, hier auch. Und das motiviert und treibt dann Trader üblicherweise an, zu sagen, okay, jetzt habe ich ja wieder ein Signal. Der Markt ist sogar noch ein Stück weiter nach oben gelaufen, ausgehend von diesem Signallevel. Da gehe ich auf jeden Fall mal short und vielleicht auch mit der doppelten Positionsgröße, weil das haut ja super hin. Genau falsch. Ich sehe, es hat zuletzt sehr gut funktioniert. Ich sehe aber in den Intermarkets eine Veränderung des Taktes. Ich sehe, dass die Intermarkets sich ganz anders verhalten als bei den letzten Situationen, wo sie nämlich gerade mal an der Oberkante der grünen Krone, der grünen Zone kratzten. Und wenn ich das sehe, mache ich genau das Gegenteil von dem, was viele einfach aufgrund der letzten Signale machen würden. Die meisten würden, wie gesagt, höher einsetzen und wären sich sehr sicher mit dem Trade. Ich bin mir eher unsicher mit dem Trade und reduziere meine Einheiten, wenn ich den Trade überhaupt mache, auf ein Drittel oder ein Viertel. Und wenn ich den Trade überhaupt mache, heißt, ich will auf jeden Fall eine Preisbestätigung sehen. Ich gehe nicht blindlings hier rein auf der Shortseite, sondern ich möchte sehen, dass der Markt hier ein neues 5-Tage-Tief macht, dass er hier dieses letzte lokale Tief unterschreitet bei 75. Das ist auch keine Garantie dafür, dass das funktioniert. Aber ich vermeide schon mal den allergröbsten Fehler, nämlich mich einfach blind gegen den Trend zu stellen. Risiko ist hier allerdings insgesamt recht überschaubar, weil wir direkt am gleitenden Durchschnitt sind. Das heißt, wir bekommen hier vielleicht noch eine Kerze nach oben. Meinetwegen lass die 4-5% groß sein. Dann ist man hier aber mit 4-5 $ Verlust ausgestoppt. Aber ich kann jetzt schon davon ausgehen, dass wenn ich auf der Long-Seite Signale bekomme in den nächsten Wochen und Monaten,
im Voltheimer, dass das gute Signale sein werden, wenn wir einen Trendwechsel sehen. Also zusammengefasst, aufgrund der Intermarket-Situation, aufgrund der COT-Daten, muss ich davon ausgehen, dass das Voltheimer-Signal, was wir jetzt bekommen, ein schlechtes Signal wird. Ich kann aber nicht hell sehen und ich kann es nur mutmaßen. Und manchmal mutmaßt man es und es ist trotzdem nicht so. Deshalb Gewichtung runter, weil ich Indikationen und Hinweise habe, dass es ein schlechtes Signal wird. Zusätzlicher Preisfilter rein. Ich möchte ein Unterschreiten dieses Tiefs sehen hier, was ein potenzielles Verkaufssignal auch wäre im Preis, was eine Bestätigung wäre. Und dann kann man, dann hat man ohnehin ein Risiko von, ja, vielleicht 5 bis 7 Dollar. Also maximal 8 bis 10 Prozent bezogen auf den Preis. Hier, das ist überschaubar, das ist auch vertretbar. Wenn ich, selbst wenn ich 10% Verlust mache mit einer Drittelposition, mache ich beim nächsten Trade meinen Standardgewinn und hab das wieder drin, beziehungsweise schon überkompensiert, weil ich dann wieder eine normale Einheit handle. Also hier muss man davon ausgehen, dass Baumwolle, obwohl es jetzt ein Short-Signal generiert, vermeintlich, dass Baumwolle tendenziell wahrscheinlich eher nach oben durchstarten wird. Und von daher sollte man in solchen Situationen vorsichtig sein. Und das ist das, was ich euch auch auf den Weg mitgeben möchte. Es ist eben in erheblichem Maße schon ein Erfahrungsanteil, die Trader-Erfahrung, die ein Trader hat, eben nicht jedes Signal gleich zu gewichten, nicht jedes Signal blind zu handeln, sondern auch mal zu schauen, okay, ist die Konstellation denn überhaupt so, dass es Sinn macht? Weil viele werden jetzt auch sagen, naja, wir haben ja sowieso nicht viel Risiko, wir sind direkt am gleitenden Durchschnitt, das probiere ich mal. Ja, ist nicht meine Philosophie. Ich möchte es gut gefiltert haben, ich möchte eine Bestätigung im Preis sehen. Nur weil ich ein vermeintlich günstiges Chance-Risiko-Verhältnis habe, nur weil ich vermeintlich ein geringes Risiko habe, heißt es nicht, dass ich da in den Trade reingehen muss. Übertragen aufs normale Leben. Nur weil euch irgendwo jemand ein Auto für 1000 Euro anbietet, kauft ihr es ja auch nicht, ohne es zu brauchen. Wenn das Ding schon fast auseinanderfällt, überall verrostet ist, warum sollte man das kaufen? Und hier ist es auch so, nur weil ich einen vermeintlich überschaubaren Verlust habe. Ja, wenn ich das 100-mal mache, dass ich sage, ach, eigentlich habe ich hier keine Grundlage und ich bekomme Warnsignale von allen Seiten, aber ich gehe mal blind gegen den Trend und handle hier short, stelle mich gegen den Markt, ohne dass ich eine Grundlage dafür habe, dann sind das 100-mal Verluste und das kostet ordentlich Geld. Also dieses Denken in Chance-Risikoschemata, das ist sehr gefährlich, weil man immer glaubt, ach, ich riskiere ja nur wenig und beim nächsten Treffer verdiene ich viel. Das Problem ist, dass Trader, die so denken und die so vorgehen, dass die auch überhaupt keinen Wert auf Filterung und auf das, was am Markt tatsächlich passiert und was den Markt wirklich bewegt, dass die darauf überhaupt keinen Wert legen. Das heißt, die handeln nonstop einfach nur in ihrem ich riskiere wenig und ich verdiene bestimmt irgendwann viel Schema. Allerdings ist das eine sehr optimistische Sache, denn die Märkte interessiert es herzlich wenig, was wir wollen, ob wir dann irgendwann mal viel verdienen wollen oder nicht. Also insofern, eine mehrfache Bestätigung ist das, was ich seit Jahren haben möchte. Auch das funktioniert nicht immer. Auch das bringt ab und zu mal einen Verlust. Auch damit liege ich manchmal schlechter als andere, die vielleicht eine andere Technik haben, aber in der Gesamtheit, wenn ich 100 Trades mache in verschiedenen Märkten, fahre ich damit am besten. Und für die jetzige Situation bei Baumwolle, ich weiß, dass da einige Trader, gerade auch aus meinem Kreis, aber auch einige, mit denen ich so Kontakt habe, dass die Baumwolle auf dem Radar hatten und haben, und da ist jetzt eine Situation, die ganz interessant ist, allerdings nicht in dem Sinne, wie es vielleicht viele meinen, nah am gleitenden Durchschnitt, Short-Signal im Voltheimer, können wir doch mal short gehen. Ich vermute eher, dass es nach oben durchgehen wird. Und ja, wenn wir dann Long-Signale bekommen in den nächsten Monaten, und ich muss klar betonen, ich trade nur meine Setups. Ich sage jetzt nicht, ach, ich glaube, es geht nach oben, also gehe ich mal long, sondern ich handle konsequent meine Setups durch. Ich handle hier die Voltheimer-Signale. Wenn wir ein Long-Signal bekommen in den nächsten Monaten, oberhalb des gleitenden Durchschnitts, werde ich es traden. Aber ich gehe jetzt nicht einfach auf Verdacht long, weil ich
weil ich aufgrund meiner Erfahrung meine, es würde nach oben gehen, sondern die Erfahrung nutze ich nur, um die Gewichtung der einzelnen Trades runter und rauf zu skalieren. Aber nicht, um schlauer zu sein als der Markt, denn das bin ich nicht. In diesem Sinne, viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal.